So, und da sind wir bei der nächsten Folge, Fallout 4. Also nach dem Kampf mit dem Vieh und dem Vieh habe ich mir jetzt so ein bisschen überlegt, komm, mal wieder eine kleine Abwechslung, mal wieder eine ruhigere Folge. Ich gehe einfach mal nach Diamond City und schaue mich da einfach mal so ein bisschen um. Einfach mal mit den Leuten ein bisschen quatschen. Vielleicht noch ein paar Quests annehmen. Das hatte ich beim letzten Jahr mal komplett verpeilt. Einfach mal mich dort ein bisschen umgucken. Vielleicht auch mal die Hauptquest zumindest mal annehmen. Soll der ja irgendwie zum Detektiv? Detektiv Valentine? Nick Valentine war das, glaube ich. Hatte ich ja auch noch nicht gemacht. Geh mal hier erstmal hin. Na, Piper, erstmal zu deiner Heimat. Hey, sag einfach Bescheid. Piper. Schieß los. Was meinst du? Ah, kaum zu glauben, dass ich mit meinem eigenen Relikt aus der Vorkriegszeit reise. Ja, das was ist tust alles. du? In Ordnung. Oh, die zwei sehen schon cool zusammen aus, so mit der Rüstung und allem. Und ich sehe gerade, die hat da wie so ein Totenkopf da unten. Als Gürtel oder sowas. Ja, du musst nicht immer deinen Arsch zu mir drehen. Piper, das kannst du mir auch anders erzählen. City. Ihr erfahrt es in der Public. Du wirst nicht glauben, worum es in der nächsten Ausgabe geht. Wart nur ab. Da geht's um mich. Hey, Ned. Hey, du. Das Interview mit Piper verkauft sich wirklich gut. Hier ist dein Exemplar. Oh, Blick aus dem Wort, Teil 1 und 2. Ja, jetzt bin ich... Teil 3? Okay, noch mehr? Ja, jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Die neuesten Frisuren aus dem Commonwealth. Ja, jetzt bin ich wirklich mal gespannt, wie Piper mich da geschrieben hat. Ob sie wirklich das geschrieben hat, was ich auch gesagt habe. Wie wird's? Blick aus dem Vault, Teil 1. Public Occurrence. Blick aus dem Vault, Teil 1 von Piper Wright. Immer wenn ich einen Spaziergang durch Diamond City mache, sehe ich viele Dinge, für die ich dankbar sein sollte. So denken zumindest viele hier. Sauberes Wasser, funktionierendes Licht, Strom, Sicherheit. Es ist schon richtig, dass viele hier vor ein paar Jahrzehnten noch undenkbar gewesen wären. Aber dabei vergessen wir nun allzu schnell, dass wir trotz unseres Fortschritts noch immer in einer Welt leben, die nur ein Schatten der Welt vor dem Krieg ist. Eine Welt ohne Strahlung, ohne Supermutanten, ohne wilde Ghule, ohne Sins. Aber wie es der Zufall wollte, habe ich Lord Ashton getroffen. Ein Vaultbewohner. Jemand, der das Commonwealth zum ersten Mal erlebt. Was würde er wohl dazu sagen? Wie weit wird wir es gebracht haben? Ist Diamond City das große grüne Juwel, für das wir es immer halten? Bevor wir auf diese Frage eingehen, müssen wir wissen, wer Lord Ashton ist. Wo kommt er her? Zu meiner Überraschung hatte er nicht viel zum Leben im Vault zu sagen. Denn er hat seine Zeit damit verbracht, auf eine vereiste Scheibe zu starren. Jeden Tag, 200 Jahre lang. Ganz richtig. Lord Ashton stammt nicht nur aus einem Vault, er gehört zu den ursprünglichen Bewohnern. Er hat die gesamte Zeit im Kälteschlaf verbracht. Fortsetzung in Teil 2. Das ist schon mal gut geschrieben. Also das finde ich gut. Aus dem Vault Teil 2. Also, was hat Lord Ashton nach dem ersten Anblick von Diamond City zu sagen? Ja, ihr lebt alle in rostigen Hütten und bringt euch gegenseitig um. Und dann dieser Gestank. Ja, also wirklich wortwörtlich hat sie es reingeschrieben. Schön. Schmerzhafte Worte. So viel der Zivilisation ging verloren, als die Bomben fielen. Und wir haben alles hier ohne die Annehmlichkeiten und die Sicherheit eines Worts wieder aufgebaut. Und auch wenn Lord Ashtons Aussage überheblich klingt, müssen wir uns daran erinnern, woher er kommt und wie es für jemanden hier aussehen muss. Vielleicht soll diese Wut auch nur verdecken, was er verloren hat. Lord Ashton hat nämlich einen Sohn, Sean. Und obwohl ein Vault recht sicher ist, konnte dennoch jemand eindringen und Sean entführen. Jetzt ist Lord Ashton bereit, alles zu riskieren und wagt sich dabei in unsere seltsame und oft feindselige Welt, um Sean aus den Fängen seiner Entführer zu befreien. Wir alle kennen die Gerüchte um die verschwundenen Personen in Diamond City. Der beschämte Blick, wenn wir was Trauernden begegnen und dabei der Mauer danken, dass es dieses Mal nicht uns getroffen hat. Es gibt tausende Möglichkeiten, im Commonwealth zu Tode zu kommen. Warum sollte man sich da um Entführungen scheren? Ja, warum nur? Teil 3. Auch schön geschrieben.
Also es geht wahrscheinlich sogar richtig. Also je nachdem, was man auch antwortet, hat man dann vielleicht auch andere Texte. Also könnte ich mir so ein bisschen vorstellen dann. Das wäre natürlich richtig cool. Wenn man da vielleicht so verschiedene Texte und sowas dann hat, je nachdem, was man geantwortet hat. Ist Sache. Und hier kommt dann wahrscheinlich ein Teil 3, das, was ich gesagt habe, hier, man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Mal gucken. Teil 3. Es ist leicht, dem Verschwinden von Menschen mit Zynismus zu begegnen. Wir wissen schon so lange, dass das Institut irgendwo da draußen ist. Aber kaum sonst etwas. Wir sind nicht die Einzigen, die für die Entführungen vor Ort verantwortlich sind. Aber die Tatsache, dass wir nichts unternehmen können, um sie aufzuhalten, lässt uns alle Opfer dieser Entführungen als hoffnungslose Fälle sehen. Aber die, die zurückbleiben, was? Aber die zurückbleiben, ach so, ach! Aber die, die zurückbleiben, geliebte Menschen, Freunde, Nachbarn, die Entführten vielleicht nie wiedersehen werden. Sie können nicht einfach wegschauen. Sie tragen diese Last mit sich. Auch wenn ihnen alle anderen sagen, dass sie die Sache vergessen und ihr Leben weiterleben sollen. Ich habe Lord Ashton gebeten, Diamond City etwas zu sagen, um uns eine neue Sicht darauf zu eröffnen, was es bedeutet, einen geliebten Menschen zu verlieren und um uns zu zeigen, wie er sich fühlt. Vielleicht sollten wir uns auf gewisse Weise alle so fühlen. Vielleicht haben wir vergessen, wie man richtig auf eine menschliche Tragödie reagiert. Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. So Lord Ashton, man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird. Oder zumindest die Wahrheit erfährt. Ende. Hab ich so, glaube ich, nicht ganz gesagt. Ich hatte, glaube ich kann es nicht mal genau wiedergeben, aber ich glaube, ich hatte irgendwas gesagt mit hier, also ja, man soll auf keinen Fall aufgeben und die Hoffnung nicht verlieren und so weiter, dass man sie eines Tages wieder sieht. So glaube ich. Aber diesen letzten Satz, man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird. Oder zumindest die Wahrheit erfährt. So hatte ich das nicht gesagt. Also. Piper? Böse. Aber na gut. Das ist halt Zeitung. Aber Hey, ansonsten. schieß los. Was ist los? Was meinst du? Auch wenn es uns ständig umbringt. Warte, ich hab gedacht, die sagt jetzt vielleicht was Auch dazu. nichts. Sicher. Ich muss Zeitungen verkaufen, Mister. Nett. Man kann die Presse nicht aufhalten. Ja, die ist nett. Hier bei uns nennen wir deinen Haarschnitt den Plünderer Spezial. Die kleinen Blutflecken geben dem Ganzen eine persönliche Note. Wäre vielleicht mal wieder Zeit für einen neuen Schnitt. Nee, danke. Ich muss passen. Klar, ein andermal dann. Du da! Erzähl meinem trotteligen Sohn mal, was Sache ist. McDonalds Sekretärin. Ist sie ein Zünd? Was? Du weißt, was Zünds sind, oder? Diese Maschinenmenschen des Instituts sind nicht von echten Menschen zu unterscheiden. Aber ich glaube, bei Geneva sind sie etwas übers Ziel hinausgeschossen. Keine Frau sieht so aus wie sie. So kess. Also muss sie ein Zünd sein, oder? Ist doch klar. Keine Ahnung. Du weißt es nicht? Was denn? Ist da nichts zwischen deinen beiden Ohren? Du hast doch gerade eben gesagt, dass man sie nicht von echten Menschen unterscheiden kann, Ma. Er weiß nicht, ob Geneva ein Zünd ist. Und du auch nicht. Also können wir das jetzt bitte lassen. Rede gefälligst nicht so mit deiner Mutter, Johnny. Hier gibt's die besten Haarschnitte. Ich Nein. brauche im Moment nichts. Dann bis später. Ja, aber man weiß nicht, ob sie ein Sünd ist oder nicht. Deswegen. Hey, über dich stand was in der Zeitung, oder? Du bist 200 Jahre alt? Dafür siehst du aber noch ziemlich gut aus, was? Dankeschön. Officer. Ich will dir ja nicht vorschreiben, mit wem du befreundet bist, aber mit Piper hat man nichts als Probleme. Ich weiß aber schon, dass sie gleich hinter dir sitzt. Du bist ja nett. Dann sag ihr das doch bitte auch. Hey, du bist dieser Vault-Bewohner, der aus der Zeitung. So, das macht ja richtig schnell die Runde hier. Wagt euch nicht unbewaffnet vor die Mauer. Hier gibt's das Beste Hi. für den Hast du die Zeitung gelesen? Verdammte Synths. Verstecken sich mitten unter uns. Erzähl mir einen Witz. Erzähl mir einen Witz. Erzähl mir einen Witz. Nein, danke.
Ich will sie so gerne haben. Kann ich die bei dir kaufen? Hey, Takahashi. Ja. Nee, leider nicht. Nur Nudelschale. Hier gibt's hochwertige Schlaghölzer! Die besten Schädelknacker im Commonwealth! Du da, du brauchst ein echtes, handgefertigtes Original-Hickory-Schlagholz! Was ist ein Schlagholz? Haha, ein Neuling, was? Ein Schlagholz ist eine echte Tradition in Diamond City. Früher war das alles hier mal ein Stadion. Es haben sich zwei Teams getroffen und ein Spiel namens Baseball gespielt. Ein Team hat das andere mit sogenannten Baseballschlägern totgeprügelt. Und die besten Schläger wurden Schlaghölzer genannt. War wirklich so. Ach ja? Welche Teams gab es denn? Es gab die Diamond City Demolishers. Richtig große Kerle. Haben in Powerrüstung gespielt. Mit spezieller Pneumatik für die Arme, damit sie härter zuschlagen konnten. Dann gab es noch die Lexington Ladies. Ein Damenteam, angeführt von der Trainerin Bloody Mary Sue. Hatten die meisten getöteten Gegenspieler in der Liga. Ha, ich könnte noch den ganzen Tag weitererzählen. Zum Beispiel von den Concord Crushers oder den Quincy Killmeisters. Aber du hast jetzt bestimmt schon mal eine Vorstellung. Ach, war echt ein irrer Sport. Hey, du Trottel, so wurde Baseball ganz sicher nicht gespielt. Ach ja, du Schlauberger. Wenn du so ein Experte bist, wie wurde es denn deiner Meinung nach gespielt? Es war Amerikas Nationalsport. Ein Sport, der an warmen Sommertagen Familien zusammenführte. Und er war nicht gewalttätig. Jedenfalls meistens. Moment, das war Baseball? Wirklich? Mir gefällt meine Version besser. Und? Kann ich dich für ein echtes, handgefertigtes Hickory-Schlagholz begeistern? Nee, grad nicht. Na komm, du hast doch bestimmt eine Quest. Hast du Arbeit für mich? Wenn du was für den Sport tun willst... Ich weiß, wo es ein paar Sammlerstücke aus Vorkriegstagen gibt. Trainer, aufgeben ist für Penner Westing, hatte ein Anwesen nicht weit von hier. Angeblich soll er zu seiner Pensionierung von der Liga drei Geschenke bekommen haben. Einen Baseball, einen Fängerhandschuh und eine Baseballkarte von allen anderen Trainern unterschrieben. Du kannst dir vermutlich schon denken, was jetzt kommt. Ich zahle dir für jedes dieser Relikte 100 Kronkorken. Was sagst du? Klingt gut. Guck mal, ich will jetzt mal wissen, wie Piper darauf reagiert, wenn ich heilsche. 100 Kronkorken ist ein bisschen wenig. Ich will mehr. Mir gefällt, wie du denkst. Sagen wir 125 Kronkorken. Was meinst du? Na komm. Eine Karte, ein Handschuh, ein Ball. Verstanden. Ich danke dir. Und der Baseballsport dankt dir auch. Albert, okay. Ich muss was erledigen. Entschuldigung, hast du kurz Zeit? Sag mal, bist du besorgt über die mögliche Infiltration der herrschenden Elite von Diamond City durch Synths? Ja, Piper, bin ich. Aber deine lausige Zeitung kaufe ich trotzdem nicht. Also... Ich habe gehört, danke. Dass es im alten Theaterviertel eine Bar nur für Raider gibt. Das Combat Zone. Lass stecken, Mann. Würde mich an deiner Stelle von dort fernhalten. Ich habe nichts gehört. Ich bin grad. Aufgepasst. Nach dir. Hey, Piper. Hast du Hunger? Die Dinge halten aufgepasst. Mich immer am Laufen. Was meinst du? Mir ist eine hässliche Wahrheit lieber als eine süße Lüge. Was meinst du? Die meisten Leute brauchen ein... Das ist schon... In Ordnung. Aber diese Beschreibung mit dem Baseball... Also jetzt wisst ihr, wie Baseball gespielt wurde damals? Der Doktor sagt, ich darf keinen Schnaps mehr trinken. Ich brauche eine Nuka-Cola.
Hey, Sheffield. Durst. Nuka-Cola. Komm her. Ja, bitte. Das ist aber nett von dir. Oh, danke. Danke. Da ist aber jemand ein Softie. Ein kleiner Rat. Sag nie, dass deine Mutter ein Synth ist. Es sei denn, sie ist wirklich einer. Ist nicht schön, sowas. Hey, Sheffield. Was hältst du davon, für mich zu arbeiten? Wirklich? Meinst du das ernst? Oh. Ganz recht. Ich weiß, komm, den nehme ich mit nach Sanctuary Hills. Okay, ich mach's. Cool. Hab ich noch einen. Aufgepasst. Ich quatsch sie jetzt halt nur immer wieder an, weil ich irgendwie wissen will, ob sie vielleicht darauf irgendwie reagiert, was ich da mache. Raus damit. Was meinst du? Wie konnte ich nur je ohne dich reisen, Blue? Oh, danke schön. Danke für die Blumen. Wir haben Handfeuerwaffen, Gewehre und Munition. Ah, der Neue. Stimmt doch, oder? Der Neue? Ja, was soll ich sagen? Neuigkeiten sprechen sich schnell rum in Diamond City. Ich bin Arturo Rodriguez. Wenn du was zum Selbstschutz brauchst, bist du bei mir richtig. Du kennst dich also mit Waffen aus, was? Pass auf, ich kann dir Knarren, Schwerter, was auch immer verkaufen. Und die werden dir helfen, am Leben zu bleiben. Aber das Geheimnis bei Waffen liegt in den Mods. Die verleihen dem Ganzen erst die persönliche Note. Schraub ein Zielfernrohr dran, vergrößere das Magazin, was auch immer. Wenn du dir Zeit für deine Ausrüstung nimmst, bist du auf alles vorbereitet. Naja, wie dem auch sei, reden wir übers Geschäft. Was brauchst du? Zumindest, er hat wirklich schon mal Ahnung. Merkt man. Klar, ich schau mal, was du hast. Vergiss nicht, auch Munition zu kaufen. Die Dinger meine ich. Diese 2mm elektromagnetischen Kartuschen, die brauchst du für so eine übelst fette Wumme, die es da gibt, die ich dort hatte auf meinem Hauptspeicher. Ich hab's mir nochmal angeschaut, wo ich mal nochmal meinen alten Speicher gespielt habe. 434 Schaden hat die Waffe gemacht, kritischer Schaden erhöht und feuert ein zusätzliches Geschoss ab. Also ein übelst heftiges Teil. Boah, ist das Ding viel wert. 809. Raketenwerfer haben und sogar noch einen annehmen. Hey, Schlagholz, 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 kauf dein Schlagholz! Du, ich kenne dich nicht. Also bleib weg von mir. Okay, dann mache ich mal einen auf Statue. Gut, sehr gut. Und jetzt beantworte mir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch? Synths werden bei mir nämlich nicht bedient. Nein, ich bin Jangles, der Mondaff. Genau das würde ein Synth tun. Der Frage ausweichen. Sowas wie du wird hier nicht bedient. Myrna? Ich hab doch gesagt, dass so jemand wie du hier nicht bedient wird, du Synth. Willst du mir jetzt etwa erzählen, du wärst ein Mensch? Nein, ich bin Jangles, der Mondaff. Genau das würde ein Synth tun. Der Frage ausweichen. Endlich sagt er mal was ich wirklich in so einer Situation auch einfach noch bringen würde. Ich hab doch gesagt, dass so jemand wie du hier nicht bedient wird, du Synth. Willst du mir jetzt etwa erzählen, du wärst ein Mensch? Ich bin so menschlich wie an dem Tag, an dem ich geboren wurde. Du siehst schon aus wie ein Mensch, aber ich behalte dich besser im Blick. Ich hab Augen wie ein... Nun, sie sind jedenfalls sehr gut. Ja, das sehe ich. Okay, wir können handeln. Aber kein Blödsinn, verstanden? Was für einen Laden betreibst du hier eigentlich? Wir kaufen und verkaufen hier alles. 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Der Roboter kümmert sich nachts um die Kunden. Er ist der Einzige, dem ich traue. Bei ihm weiß ich wenigstens, dass er eine Maschine ist. Klar, ich schau's mir an. Hier, aber sag bloß nicht Schrott dazu. Ach, okay. Was verkauft du denn? Sturmgewehr. Interessant. Ne, brauche ich das nicht.
Hey, Myrna. Ich verkaufe zwar so ziemlich alles, aber nichts davon ist Schrott. Ich will gerade nichts. Genau das würde ein Synth sagen. Schön. Ich schon kurz. Ich kann das einfach mitnehmen. Was ist denn da schönes, Piper? Lasst euch nicht umlegen. Kauft bei Commonwealth Weaponry. Homeplate. Oh, da kann ich wahrscheinlich ein eigenes Größe bauen oder sowas. Entschuldigung. Geh weiter. Ja gut. Im Supersalon bekommst du endlich deinen Traumhaarschnitt. Wie nochmal hier? Hallo, Moon. Hey. Okay. Ich glaube, der kann nicht so gut sprechen. Hast du da gerade was von Drogen gesagt? Ganz genau. Ich habe sämtliche Camps für einen erfüllten Lebenswandel. Wird dir die richtige Balance geben. Jeder hier kauft bei mir. Manchmal brauchen die Sicherheitsleute etwas Psycho oder ein Ingenieur braucht Mentats. Und Radex ist natürlich für jeden interessant. Ich suche einen Job. Hast du was für mich? Ja, ich hab was. Ich suche nach mutiertem Farn, falls du da also was findest. Ich hab gehört, dass er in der Nähe des Waldsumpfs wächst. Ist ein natürlicher Strahlungsfresser. Wäre super für die Herstellung von Radex oder Radaway. Wenn du noch ein bisschen was drauflegst, könnte ich Interesse haben. Okay. Wie wär's mit 125 Kronkorken? Gut. Einmal feilschen reicht für mich immer schon. Mutierter Farn. Klingt gut. Cool. Bei Bautos gefallen. Frei verkäufliche Camps. Mit Empfehlung von mir. Angeblich soll irgendwas Übles im Museum der Hexerei nahe Salem abgegangen sein. Warum will da überhaupt jemand hin? Das Ding ist doch schon ewig verlassen. Hat er aktualisiert? Ein neuer Patient. Oh, das heißt eine neue Akte anlegen. Hast du ein echtes medizinisches Problem oder bist du wegen einer Gesichtsoperation hier? Gesichtsoperation? Was ist das denn? Das ist das Spezialgebiet von Doc Crocker. Red mit ihm, wenn du daran Interesse hast. Geh einfach durch die Tür mit unserem Logo drauf. So, wenn du ein echtes medizinisches Problem hast, dann lass hören. Jetzt gerade nicht. Gut. Ich hab zwar eins, aber ich glaube, dafür werde ich selber einfach mal wieder gerade einstecken. By the way, eins. Zwei einfach mal. Perfekt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Stimmt, der Augenbot fliegt hier ja die ganze Zeit rum. Oh Gott. Hey du, hab hier jede Menge Brahmin-Fleisch am Haken. Ich schau noch mal. Kemal Kerr ist auch für euch da. Medikamente. Kaum zu glauben, dass du das wirklich isst. Es gibt nur eins, was man im Dugout in kaufen sollte, und das ist der Schnaps. Ich muss auch mal was essen. Was erwartest du denn bitte? Ein echter Sohn von Diamond City ist am Nudelstand. Was immer du fragen willst, ich weiß nichts darüber. Hey. Hab gehört, du hältst Diamond City für einen Rostkübel. Tja, wenn's dir nicht gefällt, musst du ja nicht bleiben. Nö, hab ich auch nicht. Ich muss hier nur umschauen. So, wo haben wir denn hier? Ja, Detektiv Valentine. Wenn du Hunger hast, bei Power Noodles kannst du dir schnell was reinhauen. Sprich einfach mit dem Roboter. Danke. Okay. So, gehen wir doch mal zu Detektiv Valentine. Nein. Wir kaufen und verkaufen hier alles. Und zwar manchmal an jedem sich und fragen, von jedem. Valentine Detective Agent. Ja. Was?
Mal eine sehr entspannte Folge jetzt. Auch nicht ewig anhalten wird. Seine Krawatten. Oh Nick. Die Rechnung. Hab die Rechnung vergessen. Ist alles in Ordnung? Wieder ein Verirrter, den der Regen hierher gespült hat. Ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen. Ich weiß, dass ihr sicher viel zu tun habt, aber es dauert auch nicht lange. Bitte, es ist wichtig. Tut mir leid, ich wollte nicht unhöflich sein. Es ist nur unser Detektiv. Er ist verschwunden. Nicky ist verschwunden? In was ist er da nur wieder reingeraten? Hast du vielleicht eine Idee, wie ich ihn finden kann? Er ist während der Arbeit an einem Fall verschwunden. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzten. Ich hab Nick gesagt, dass das eine Falle ist, aber er hat nur gelächelt und ist durch die Tür, wie immer. Dafür verlange ich kein Geld. Er soll mir ja helfen. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Er hat sich für diese Trenchcoat- und Hutnummer entschieden. Bitte beeil dich. Bla bla bla. Ich laber hier gerade mal drüber. So. Da hat einfach mal wieder die Musik angefangen zu spielen. Aufgepasst. Wohin? Einmal Valentine. Das Bild dazu, schön. Piper. Hast du was für mich? Was meinst du? Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand... Okay, sag doch wieder nichts dazu. Sonst erstmal nicht. In Ordnung. Einfach nur, um mal ihre Reaktion zu irgendwas hören. Als die dazu immer mal was sagen. Das ist immer ganz cool. Okay. Was ist denn dieser Vault? Der ist hier gleich in der Nähe. Combat Zone, oder? Und den Nick Valentine. Oh, weißt du was? Komm, das machen wir dann mal. Retten wir mal einen Nick. Du bist ziemlich dicke mit dieser Reporterin, oder? Pass besser auf. Der Bürgermeister steht mit ihr auf Kriegsfuß. Mir doch egal. Bürgermeister ist ein Arsch. Sorry. Eigentlich würde ich ja... mit dir gelesen. Das, was du da am Ende gesagt hast, dass man Hoffnung haben soll, sehe ich auch so. Geil, danke. Schule. Wird entdeckt. Ich soll nicht mit Leuten reden, die ich nicht kenne. Hey, Kumpel. Papa sagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Ist richtig so. Wow, du bist aber groß. Danke. Hallo. Hey, hallo, Mister. Hi. Wie ist es denn? Ich will eigentlich noch draußen sein. Vielleicht 21 Uhr, ab ins Bett. Okay, ich würde sagen, wir ziehen mal los. Und suchen Nick Valentine. Sei mein Valentine. Dogmeat. VBÜH. Protokoll. So. Geh rein. Ich bin gerade rausgekommen.
Ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich habe gerade viel zu tun. Ja, du stehst hier und passt auf. Du bist Sullivan, oder? Kann nicht reden. Das untergräbt mein Image als harter Bulle. Oh ja. Du harter Typ, ey. So, wir müssen irgendwie hinter Diamond City. Ich glaube, das ist nicht so gut, wenn ich das Ding hier knacke, aber kann ich ja eh nicht knacken. Ich glaube, jetzt kann ich auch die Musik wieder anmachen. Dürfte nicht so lang gewesen sein, ich glaube. Was soll die. Was für eine Verschwendung! Alter, halt da viel aus. Wenn du willst, kann ich etwas für dich tragen. Oh. Tut mir ja schon leid, aber ihr greift mich an. Immer wiedersehen. Ihr seid ja coole Wächter, ey. Ja, die Viecher hier sogar auch nicht mehr killt. Klang aber gerade nicht gesund. Was war das denn? Noch mehr! Böser Hund, genau. Hab ich jetzt schon wieder getroffen. Hier. Klar, hier bei so. Das passt eigentlich schon. So riesige Teilgebäude, da hat man schon solche Geräusche. Da schießen auch wieder welche. Grey Tortoise. Garten. Ich glaube. Wir nehmen mal wieder unser normales Scharfschwert. Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Was war das? Hey, sie sind hier! Mir kannst du dich nicht verstecken, du Kommunisten! Diese schlimmen Kommunisten immer! Gut, dass er mich nicht sieht. Wäre es doch gar nicht erst so weit gekommen. Schönes Trick einstecken. Ja, ist auch böse. Ziel einfach auf die Kampfsperre und genieß das Feuerwerk. Komm schon! Sperre? Ah, die sind versteckt. Du hast dich da echt wacker geschlagen, Blue. Dankeschön. Hat den ja Zeug haben, die haben immer geiles Trick. Ich würde sagen, hier gehen wir aber dann auch gleich rein. Jetzt haben wir es einmal aufgedeckt. Ich muss ja auch die anderen Sachen, die ich hier noch aufgedeckt hatte, beim Weg zur Burg, muss ich ja auch noch machen. Warte mal, das nochmal, warte mal. Hier. Old Corner Bookstore und Custom House Tower. Die beiden hatte ich auch aufgedeckt. Wer?
ist nichts mehr. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Wenn ich dich erwische, bist du tot, mein Freund. Hast Angst, was? Ja. Du auch haben. Scheiße. Komm raus! Dann mach ich's kurz und schmerzlos. Ist ja eh nicht, wo ich bin. Ihr schießt einfach gerade nur blind. Hey, da draußen ist was. Meine Zeit ist abgelaufen. Wir wussten einfach nicht, wann Schluss ist, oder? Deine Zeit ist abgelaufen, mein Freund. Sonst verkommt das alles ja nur. Eine große Babyflasche. Hat wohl keine Zähne im Maul mehr gehabt. Wir können die recht holen. Wo ist der kleine Wichser hin? Mio. Oh, ihr seid echt viele, nicht wahr? Also noch. Hast du das gesehen? Da ist wer. Sieht nicht freundlich aus. Doch. Mal kommen. Hallo, mein Freund. Das ist aber nett, dass du zu mir kommst. Es ist sorry, aber wenn ich jemanden mit einer Schrotflinte und einem übelsten Scharfschützengewehr sehe, dann renne ich doch nicht mit einem. Was war das? Mit einem Billardkill auf den zu. Sorry. Gut, dass ich sie gekillt habe. Hier war wieder ein Siedler. Redentauer. Nein, verdammt, ich habe schon wieder was aufgedeckt. Ach Mann. Shit. Helm. Ah, shit. War kein Chat rum? Was zum Teufel war das? Vielleicht einen schönen Headshot abkriegen. Das ist doch scheiße. Gut. Wir sind hier nicht allein, Blue. Da bist du ja. Das ist besser gelaufen als erwartet. Hä? Der macht gar nichts, ey. Kriegt ihn mal wieder in den Griff. Ah. Die konnte ich irgendwie nicht aufheben. Hey, wer ist da? Irgendwie klingt inzwischen alles. Danke, ja. Einfach nur. Ah, fuck! Ich kann die Dinger nicht aufheben. Kann ich auch mal gucken, wie schnell die Regeneration eigentlich ist. Oh. Die Dinger explodieren doch. Schön. Also sind schon gut platziert, die Minen.
Komme, mein Freund. Was ist wohl, könntest du dich... Kronkorken, Kryomine, Schrotpatronen, Vorkriegsbild. Ja, die ist auch wieder richtig was wert. Nice. Schön, schön. Ich auf jeden Fall wieder richtig gelohnt hier und dann geht's ja noch nach drinne. Schauen, ob ich sterbe. Nein, ich nicht. So, wo ging's jetzt hier rein? Ja. Da sind ja wahrscheinlich noch mehr Raider drin. Raider abschauen. Raider. Ich. Ja, schlimmster Albtraum. Hey. Oh. Du wirst langsam paranoid. Da ist nichts. Ich packe auch immer einen Schraubenzieher. Erstmal in der Waschmaschine. Will ich nochmal. Für das Zeug geben würde. Ja, so ein Fusionskern ist jetzt schon ziemlich nutzlos. Gib ich zu. Nehm trotzdem mal mit. Wenn's okay ist, Piper. Kann es nicht ewig machen. Ein letzter Raubzug, dann mache ich Schluss. Was zum? Sie hätten sich lieber verziehen sollen. Das war's dann wohl für dich. Wer ist da? Ich. Was soll der Scheiß? Wer ist da? Die ganze Aufregung wegen nichts. Hey, das sind schön ein armes Volk. Die Geld einstecken. Psst. Sag einfach Bescheid. Suchst du was Bestimmtes? Mal gucken, kann ich mit dem... Ja, kann ich. Auch nicht viel. Verdammt. Okay, jetzt haben wir noch. Okay. Ich habe was gehört. Echt? Joch. Scheiße, was war das? Macht Schluss, Jungs, hey, da ist nichts. Klappe, ich hab was gehört. Nach unten. Hey, ich glaub, da draußen ist wer. Erdgeschoss. haben. Ich sehe schon Geister. Komm her, Piper. Nach oben. Fünfter. Jemand da? Deine Zeit ist abgelaufen! Das war euer letzter Fehler! Auf Wiedersehen! Verdammt! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Hätte ich gleich die Schrotti in der Hand gehabt. Oh Mann, hoffentlich sind's nicht wieder wilde Ghule. Ja, vor allen Dingen bei hier drinne, wo ihr euch eingenistet habt. Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Wer ist da? Was? Nein! Hey! Hier drüben! Hey, ich bin blind! Und der nächste Nachruf! Was zum Teufel war das? Halte die Augen offen! Ich glaube, das Arschloch benutzt einen Stealth-Boy. Ja, ich brauche nicht mal einen Stealth-Boy. Ihr seid so blind wie ein Stein, ey. Cool. Kleber hier rein. Gut gebrauchen. Ist noch irgendwo einer. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Hallo? Ja. Alter, stell dir das wirklich mal vor, du bist gerade so aufgestanden und so weiter und auf einmal schießt der einer mit der Schrotti einfach noch voll den Kopf weg. Meins auch nicht. Oh, doch schon. Mann, komm zurück, ich hatte gerade voll den Spaß. Nur weiter. Was war das? Hm? Es gibt Ärger. Ach, da oben. Du bist da echt wacker geschlagen, Blue. Ihr werdet einfach nur alle ausgerottet. Nicht auf, was? Bring wir es hinter uns. Okay, komm zu mir, mein Freund. Ja, du wirst nicht mehr lange was hören. Oh, Raiders sind wirklich mal eine willkommene Abwechslung, ey. Sieh an, ein echter Klassiker. Ach, wieder hier die 5 Kilometer Espresso-Maschine. Damit man ja den besten Espresso der Welt kriegt. Oh, Piper. Ich dachte gerade, da war jemand. Oh, der hat einige stecken. Nicht. Oh, hier geht's wieder raus. Ups. Hab ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Verdammt. Wollte nicht wieder nach draußen. Ja, da waren ja noch welche drinnen und die große Kiste habe ich auch noch nicht gefunden. In jedem dieser, sag jetzt mal, Dungeons gibt's ja immer eine große Kiste. So. Und dann gucken wir draußen. Da hat bestimmt auch was versteckt, hä? Wer? Jag sie hoch! Wo sind sie hin? Oh. Echt jetzt? Ich kann nichts sehen! Ja, Wichser haut sich Stimpaks rein. Dein Zeug ist den ganzen Aufwand. Nette Waffe. Oh. Da habe ich wohl die große Kiste etwas zu früh gelootet.
Also ich will hier hoch mit dem Fahrstuhl bin. Na huch. Eine Rüstung. Macht aber keine Schadensresistenz. Absolut sinnfrei. Okay, gehen wir noch mal rein. Gucken wir uns drinnen mal noch um. So. Den Stab steige ich mal liegen lassen. Dass wir noch mal reingehen. Oh. Hat doch vor uns noch jemand rumgeschrien, oder nicht? Scheiße, oh. Was war das? Das war noch welcher. Hast du das gehört? Dass du hier bist. Nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. Was zum Teufel war das? Weg. Einfach so. Nein, verdammt, mein Inventar, nein! Wie lange willst du denn noch durchhalten? Was hat die Fünferkugel in den Schädel reingepackt? Wie geil. Hast dich verpisst, was? Ja, hab ich, weil mein Inventar voll ist. Brauchst dich nicht verstecken, ist bald alles vorbei. Nein, verdammt. Guck ich jetzt nach unten. Nichts. Erdgeschoss. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Ist das mies. Doch der perfekte Abschluss, ey. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Die Folge hat wieder etwas Überlänge. Aber macht ja nichts. Und bis zur nächsten Folge. Dankeschön. Na komm, jetzt war doch mal fertig. Ich will die Aufnahme beenden. Spiel? Spiel? Boah, startet jetzt schon. ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.